erzähl, du hast eben mit Bushido telefoniert. Diese Steilvorlage lasse ich mir noch nicht entgehen. Wie ist er denn so drauf? Immer noch wütend? Immer. Bushido ist wütend. Aber das ist auch gut. Also wenn Bushido wütend ist, ist ein großer Augenblick dabei. Ist er echt wütend oder ist das? Ja, der ist manchmal richtig wütend. Manchmal, aber doch immer so, der wirkt immer so ein bisschen missmutig, missgelaunt, frustriert. Ja, frustriert nicht, aber missmutig schon und schlecht gelaunt ist er auch meistens. Aber ja doch, der ärgert sich. Also Wut ist auf jeden Fall ein großer Bestandteil. Also das ist auch dann das, wo es richtig abgeht. Wo es gut wird. Wo es wirklich gut geht. Also er hat mir einmal die Geschichte von Agro Berlin erzählt, aus seiner Sicht. Ja, da gibt es ja immer zwei Sichten und die Geschichte von Agro Berlin hört sich wahrscheinlich ein bisschen anders an, aber da hat er dann gegen Kissen getreten. Hat der mit denen was zu tun gehabt, ja, ne? Ja klar, der war ja der Mann Künstler und dann gab es ja die Geschichte, dass er ja mit seinem Kumpel Arafat dann da hingegangen ist und dann der Vertrag aufgelöst wurde. Arafat ist schon geiler Name. Seine Brüder heißen Rommel? Ich weiß, ja. Ist ja viel besprochen worden, wie die heißen. Ach so, ja, hast stimmt. Du denn keine Angst? Ich meine, das mutiert doch dann, also wenn Leute so ein unstetes Verhältnis zu anderen haben, dann kannst du doch irgendwie um die Ecke denken und du weißt jetzt, dass du in 2 Jahren auf der Liste bist. Dann wirst du zu Schwarma gemacht. Dass ich auf der Liste stehe. Aber sehr viele Leute wollten mich schon zu Shawarma machen. Und, du bist stark, du bist einfach ein cooler ich Typ. Ich bin einfach mit scharfer Soße. Ja, ich mochte dich, wir haben ja gesprochen für die Zeit. Genau, wir haben damals gesprochen wegen deines Solo-Albums. Wie ist das gelaufen? Scheiße. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich irgendwelche Leute erschießen will oder dass ich wen in den Arsch ficken will oder so. Aber ich will es, ich hätte es sagen aber sollen. Hast du aber diesen Skandal um Bushidos Song mitgekriegt? Ja, jetzt? Ich habe mich darüber gewundert, dass sie sich so aufgeregt haben. Wahnsinn, so, oder? Ja, so, wow, ich meine, ich bitte dich. Mut. Also sie hätte gewinnen können, wenn sie gesagt hätte, coole Line, oder? Das war ja keine coole Line. Schieß mir den Kopf oder sowas. Ja, es war ja noch nicht mal cool, es war irgendwie Billo. Es war ein relativ billiger Rap-Track. Aber trotzdem haben alle drüber geschrieben. Also eigentlich war es dann wieder gut genug, dass man drüber berichten konnte. Weil es Politiker betroffen hat und nicht andere Rapper. Weil die Politiker sich aufgeregt haben. Also ich glaube, wenn die nichts gesagt hätten, dann wäre das irgendein Track auf dem Album gewesen. Genau. Aber wenn natürlich Wovereit sagt, ich zeig Bushido an. Es ist hammermäßig. Hat er das auch gesagt? Ich glaube, Wovereit hat gesagt, ich zeig Bushido an. War das nicht gesagt, der andere, der ins Gras beißen sollte? Nee, ich glaube, Wovereit, weil er sich in den Arsch Punkt lässt. Was ja wahr ist. Also, seine falsche Behauptung? Das ist keine falsche Behauptung. Wahrscheinlich nicht, oder? Das ist ja ein Zeichen von Toleranz, wenn man es auch in der Öffentlichkeit sagt und zugibt. Aber der war dann echt angepisst. Ne? Hat gesagt, nee, mach ich nicht, Claudia Roth auch. Und ich hatte es billig, also war jetzt nicht so. Wobei die Line von Claudia Roth, diese Du hast mehr Löcher als ein Golfplatz, anscheinend ein Zitat aus einem Chef-Film ist. Das hat mir nur Maxim von KIZ erzählt. Das ist halt nur tragisch, ne, wenn man Zitate verwendet, die eigene Klientel nicht versteht. Ich hab's nicht mal ich. Bei mir ist doch alles von Shakespeare. Aber Shakespeare ist gut, das sind immer am Schluss alles im Tod. Ja, Shakespeare ist viel schlimmer als Bushido. Alter. Ja. Wenn Shakespeare heute leben würde, dann würde Claudia Roth aber. Aber warum hat es so Wellen geschlagen, weil Politiker erwähnt wurden? Also das ist so quasi ein No-Go. Den politischen Gegner greift man nicht verbal oder tätlich an. Ich glaube, das Ding war, also ich kenne Bushido nicht, ich rede echt nur über die Figur, die ich aus dem Fernsehen sehe. Aber das ist ja auch eine Anmaßung. Normalerweise sage ich immer, lern ihn kennen und dann bilden wir dein Urteil. Du redest über sein Image. Aber okay, reden wir über sein Image. Wenn du dich so zum Shishi machst, ne, und neben dem Innenminister sitzt und mit Anzug und ich mache ein Praktikum bei der CDU, ey, als Halbtunesier mache ich ein Praktikum bei der CDU, weil ich lernen will, wie Politik geht, dann wirst du genau beobachtet. Und zwar von den Leuten, die deine Glaubwürdigkeit überprüfen. Und wenn du dann, also du hast auch noch den Integrationspreis bekommen, alle haben über dich gesprochen, warum der, der hat doch vorher Ficken, Lutschen, Blasen gesagt. Und wenn du dann so eine Kehrtwende machst, wieder zu dem Ursprung, den du hattest und sagst, ich bin doch immer Künstler gewesen. Dann raffen die Leute diesen rasanten Wechsel nicht. Also ich glaube, die haben es einfach nicht gerafft, dass der immer noch Hip-Hopper ist und seinen Beruf halt ausübt, wenn er so eine Platte macht. Und dachten, das ist doch der Shishi vom Innenminister. Der kann nicht plötzlich sagen, ich schick den Wovereit in den Arsch. Ja, aber der hatte keinen Anzug an, als er es gesagt hat. Und selbst wenn er einen angehabt hätte, es war Musik dabei. Und dann ist er Musiker.
Also der Skandal war für mich der eigentliche Skandal. Für dich nicht? Für mich war... ich war auf Mallorca, als das Skandal. Du hast es produziert. Losbrachen. Du hast die Lines geschrieben. Weiß ich das nicht. Ich habe sie nicht geschrieben. Du hast Angst, was zu sagen jetzt? Weil du sagst, ich war auf Mallorca? Nein, ich war tatsächlich auf Mallorca, deshalb kann ich den Skandal selbst nicht. Mich hat es gewundert. Aber du hast das Lied doch gerade zitiert. Ja, ich habe das Lied gehört und ich habe das. Also, ich verstehe es natürlich auch nicht, aber ich finde deine Interpretation ganz, ganz interessant. Aber es ist für den Innenminister nicht tragischer, dass er so einem Typen die Hand gegeben hat. Und inwiefern ist er der Shishi von den Politikern? Hast du mein CDU-Parteiprogramm gelesen? Natürlich. Und was sie so über doppelte Staatsbürgerschaft denken und über Multikulti und so? Nein, da komme ich gleich zu einem anderen Rapper, der sich stark für die... Buschkowski? Nee, für die CDU engagiert, und zwar Afro. Echt? Ja. Das scheint neue Mode zu sein. Michael Stich jetzt nach dem Kanzlerduell. Also du kannst doch nicht, also erstmal, jeder kann wählen, was er will. Aber ich finde, Künstler sind traditionell sowieso eher ein bisschen links. Aber vor allen Dingen darf sich ein Künstler nicht in den Dienst einer Partei stellen. Das sollte er sowieso nicht tun. Also ich mache es grundsätzlich nicht, weil ich das lächerlich finde. Eine Partei repräsentiert doch nicht einen Freigeist wie ein Künstler. Ein Künstler ist heute so, morgen so. Der sagt heute, ich fick deine Mutter, und am nächsten Tag trägt der Anzug, sagt, ich bin für Erziehungsgeld. Und das ist auch okay, genau. Deswegen ist er doch Künstler. Ja, aber genau das macht er ja. Ja, aber wenn du anfängst mit, ich finde Merkel toll und so, dann zeigst du, finde ich, auf eine unangenehme, hässliche Weise, wie arriviert du auch bist. Mhm. Ne, wahrscheinlich, weil Bushido ist arriviert. Wie alt ist der? 35? 33, der hat Kohle ohne Ende, der hat zwei Kinder, der hat ein Auto, der hat ein Haus, der will auch seine Ruhe haben. Wahrscheinlich würde der, wenn er könnte, auch einen anderen Job machen. Ich denke, der wird am liebsten irgendwie Bonsais züchten. Aber der hat halt nur diese eine Methode, Geld zu verdienen. Es ist auch total legitim, dass er das dann macht. Aber ob das jetzt für den Innenminister peinlich war, ich glaube schon, dass es ihm peinlich gewesen ist. Ich finde es eigentlich läppsch. Also, du sitzt da halt mit einem Hip-Hopper und du weißt, was der vorher gesagt hat, und du kannst damit rechnen, was er nachher sagen wird. Ich finde es aber eigentlich ganz geil, dass es solche Kerbungen gibt und dass solche Leute unberechenbar sind. Ich finde das geil, dass sich die Politik manchmal selbst vorführt. Also ich finde es geil zu sehen, wie empfindlich und ängstlich die auch auf Dinge reagieren, mit was für einer Hysterie das auch besprochen wird. Weil es letztendlich offenlegt, wie oberflächlich das auch ist. Also ich gehe mal davon aus, wie bei 99% aller Skandale, dass niemand diesen Track gehört hat. Ich gehe aber auch davon aus, dass niemand sich ernsthaft bedroht oder angegriffen gefühlt hat. Wovon? Ja. Oder leben wir nur in einer Welt, wo solche Angriffe tagtäglich passieren? Und so, meinst du Gangster-Angriffe? Nein, wir sind so abgestumpft. Wenn dich einer Arschloch nennt oder sagt, irgendwie ist ja das ein Mundschuh, durchsiebe ich wie ein Golfplatz, dann ist dir das doch wurscht. Klar. Oder? Ja, natürlich. Vor allem weiß ich, dass ich den nicht anzeigen kann. Ja. Also wie naiv ist das auch, ne? In einem Land, wo du ganz genau weißt, dass der Paragraph auf Kunstfreiheit fast alles schützt, zu sagen, ich zeig den an. Ist auch mit dieser Matuschek-Geschichte. Hast du die mitbekommen? Nee. Heißt der Matuschek oder Matuschek? Weiß gar nicht. Matuschek gibt's. Ja, der Spiegeltyp. Ja. Der war doch bei Krömer. Okay. Und Krömer hat halt eine Art, aber das weiß man, glaube ich, wenn man zu ihm geht, Leute vorzuführen. Mhm. Und er hat den kein einziges Mal ausreden lassen. So wie ich dich jetzt. Und dann hat er am Schluss gesagt, ich zeige ihn an. Ja, der ist nicht ausgezogen. Der hat gesagt, ich will nicht, dass es ausgestrahlt wird. Ja, hör mal, du Hohlkopf, da bist du da hingegangen. Ja. Also entweder machst du es in der Sendung so, dass es dir passt, aber nachher dann zum Gericht zu gehen und sage, ich will es verbieten, dann hat er verloren. Und dann wollte er aber noch, dass es nicht wiederholt werden darf. Okay. Und das hat er erreicht? Ja. Nein, hat er nicht erreicht. Also, lächerlich finde ich das. So. Kommen wir mal zurück auf das Thema Parteien. Du würdest dich jetzt nicht vor den Karren eine Partei spannen lassen. Das finde ich NPD gut. NPD würde ich übrigens machen. NPD würdest du machen? Ich sag mal, ich mache Werbung für die NPD. Das ist geil. Würden die es machen? Ja. Weil sie dich kennen. Ich glaube ja. Kennst du die Plakate von die Partei, die dann NPD-Plakate umgewandelt hat mit Gas geben und so? Kennst du die von der Merkel? Gemeinsam. Ja. Erfolgreich oder gemeinreich oder einsam? Gemeinreich, wo die diesen Hitlerbart hat. Da steht nur noch mein Reich drunter. Noch besser. Ja. Da steht nämlich auch noch einsam reich. Ja. Gibt's auch noch. Ist auch geil. Nee, ich würde es nicht machen. Ich finde Parteipolitik total ätzend. Das ist zu stark. Heißt das auch, dass du nicht wählen gehst?
Ich gehe wählen, aber hallo. Ja? Ich habe ja jahrelang nicht wählen dürfen. Aber ich überlege mir halt immer genau, mit welcher Konstellation meiner Stimme ich die Bundesrepublik am effektivsten destabilisieren kann. Das ist aktuell? Schwer. Also es ist so, ich wähle Neuss. Und da kannst du in der Erststimme nur entscheiden zwischen SPD und CDU, weil die CDU hat in der Regel über 70%. Und der beim nächste, Direktkandidaten. Beim Direktkandidaten. Der nächste, der drankommt, ist SPD und hat irgendwie 20 und alle anderen sind unter ferner liefen. Du verschwendest die Stimme. Mit der Zweitstimme hast du schon eine Menge Möglichkeiten. Also abgesehen von CDU würde ich eigentlich jede Partei wählen, um eine Konstellation zu erzwingen. Wenn du heute Grün wählst in der Zweitstimme, schwächst du die SPD. Und machst damit wahrscheinlich im schlimmsten Fall sogar eine große Koalition wahrscheinlich. Ja, wenn du mit der Zweitstimme SPD wählst, stärkst du die SPD und sorgst dafür, dass sie vielleicht es sogar schafft, ohne die CDU zu regieren. Also das sind Konstellationen, die ich wichtig finde. Und was ich wähle, misst sich daran... Was würdest du von einer SPD-geführten Regierung erwarten? Im Moment nichts Besseres als im Moment von CDU und FDP. Ja, das ist ja das Tragische. Das ist aber wirklich das Tragische, oder? Also Merkel ist eine sozialdemokratische Kanzlerin par excellence. Ja. Und deswegen würde ich, um zur Destabilisierung wiederzukommen, sogar eher überlegen, ob ich nicht das Konstrukt Große Koalition schwäche. Und dann bleibt nicht mehr viel übrig. Die Partei. Übrigens, die Partei würde ich vielleicht sogar wählen. Die finde ich geil. Was hältst du überhaupt von der parlamentarischen Demokratie? Mehr als von der germanischen Demokratie. Ich habe bei Hitlers Mein Kampf gelesen. Achso, das war die germanische Demokratie. Wie sieht die germanische Demokratie aus? Es gibt die verfilzte parlamentarische Demokratie, in der Juden und Kommunisten sinnlose Debatten führen. Und es gibt die germanische Demokratie, in der ein Führer sagt, was gemacht wird und die anderen nur Ja oder Nein Im sagen. Im Tinghaus. Genau. Führerprinzip. Also der Führer sagt, wollt ihr Krieg? Und alle sagen Ja. Es gibt ja auch kein Nein eigentlich. Also Führer sagt, wollt ihr Krieg? Nein. Tschüss. Ich finde parlamentarisch... Hätte so etwas, also nein, das war Führerbefehl, wir folgen. Ja klar. Ja, so. Nee, es war auch das Führerprinzip. Also dann den Leuten nicht mehr zur Abstimmung zu geben, dass sie über Alternativen entscheiden, sondern nur noch zu oder ab, ablehnen können, zustimmen oder ablehnen. Aber dieses Argument gegen parlamentarische Demokratie, das taucht ja heute wieder auf. So dieses sinnlose Debatte. Meine Politikverdrossene. Und die machen ja auch nichts, die reden ja nur... Ja, das ist ja begründet ja auch das enorme Potenzial der Extremen. Also du siehst ja, dass ich finde auch die AfD ist extrem übrigens, dass so Splittergruppen, so Randgruppen davon immer sehr profitieren, dass es so einen großen Konsens gibt. Mhm. Und das stimmt tatsächlich. Je mehr große Koalitionen wir haben, desto mehr Extreme bilden sich auch. Ist die Linke auch eine Extreme? Ich finde, wir haben jetzt 2013, ne? Ich glaube, das Bild der Linken, obwohl sie sehr chaotisch ist, muss langsam ein bisschen überdacht werden. Ich glaube nicht mehr, dass das die SED-Betonköpfe sind von vor 25 Jahren. Es sind viele Wessis mittlerweile dabei, sind sogar gescheiterte Kanzlerkandidaten mittlerweile dabei. Aber koalitionsfähig, glaube ich, ist sie nicht. Also ich glaube, dass die SPD sich nicht traut, Rot-Rot-Grün zu machen. Ich glaube aber auch, dass die Linke nicht dazu in der Lage ist. Es gibt ja auf Länderebene gibt es ja rot-rote Koalitionen und die tragen ja dann sämtliche unangenehme Entscheidungen ja auch mit. Ich hätte die Berührungsängste jedenfalls nicht vor einem linken Wirtschaftsminister. Das würde ich mal gerne sehen. Sehr interessant. Aber bei Gregor Gysi hatte ja die Chance, ist ja zurückgetreten. Er war in Berlin, glaube ich, sogar Finanzsenator und hat dann gekniffen, was ich ihm übrigens auch ganz übel ankreide. Also wenn du schon Politiker bist, willst du ja Macht haben. Aber wenn du dann, wenn du Macht hast, merkst, du kannst damit nicht umgehen und bleibst lieber in der ewigen Opposition, hast es nicht verdient, Politiker zu sein. Würdest du den Grünen auch ankreiden, dass sie einen Kampfeinsatz außerhalb des... Sehr. Das ist ein Hauptaspekt, den ich sogar als Hinderungsgrund betrachte, Grün zu wählen. Also ich finde, dass die Grünen da echt ein Fähnlein im Wind gewesen sind bei sämtlichen kriegerischen Auseinandersetzungen der letzten 20 Jahre. Wann war Schröder? 98. Und das mit dem Argument zu tarnen, das war ja schlimmster Massenmord seit Adolf Hitler, wir müssen was machen, das reicht nicht aus, um so einen Einsatz zu legitimieren. Schließlich sind Zivilisten auch bombardiert worden. Was hältst du davon, dass sämtliche schrecklichen Entscheidungen in Deutschland immer mit Adolf Hitler legitimiert werden? Das ist halt echt
Ich glaube, du und ich, wir wissen, dass das ein alter Hut ist und das ist echt. Ich frage mich wirklich, wann das, Ofen hervor. Wann das irgendwann mal aufhört. Guck dir die Bestsellerliste an. Timo Wermisch, Platz 1 seit Monaten. Er ist wieder da. Der Mann übt eine unglaublich große Faszination aus, auch auf die nachfolgenden Generationen. Und wenn du, wir beide haben uns ja ein bisschen damit auch beschäftigt und darüber unterhalten, wenn du siehst, wo wir jetzt stehen, also Deutschland ist ja wirklich 50, 60 Jahre danach ein komplett anderes Land, ja. Dann ist das so eine obsolete, hanebüchene Argumentationskette, die eigentlich zu nichts führt, außer zur Herabsetzung deines Gesprächspartners. Das ist ja auch so ein geflügeltes Wort, immer diese Hitler-Vergleiche oder das ist ja schlimmer als so und so, aber es hat irgendwie keinen Effekt bei mir überhaupt. Und du, was wählst du? Ich lehne die parlamentarische Demokratie ab. Ehrlich? Ja. Bist du so wie Felix Baumgartner für mehr Diktatur? Nein. Du bist für Felix Baumgartner als Kanzler. Wer ist nun mal Felix Baumgartner? Der Typ, der aus der Kapsel gesprungen ist. Ja, nein. Der Red Bull-Ballon-Sprecher. Wie, der ist für mehr Diktatur? Hat er doch gesagt. Ach Gott, er wünschte sich ein bisschen Idiot. Mehr Diktatur. Ja, aber ich fand auch seinen Sprung schon aus dem All nicht so besonders geil, weil ich dachte mir, okay, er hat halt das Geld organisiert und lässt sich da fallen. Aber geil wäre doch... Würde ich auch machen. Ich fand den Sprung auch uninteressant, wobei ich mich gefragt habe, weil die Kameras waren ja drauf, was passiert wäre, wenn er so zerplatzt wäre oder so. Das wäre geil gewesen. Das hätte ich auch ein bisschen... Oder so im letzten Moment, bevor der springt, bleibt er an einem Kabel hängen. Und weißt du, was total krass war? Der Typ in der Bodenstation, ne? Dieser alte Sack, der dem die Anweisung gibt. Ich habe das alles überhaupt nicht gesehen. Da war so eine Koryphäe drin, der ist selber mal aus dem, was weiß ich, 17. Stock gesprungen. Und der hat ihm so eine Checkliste vorgelesen und gesagt, okay, Felix, now point number one, open the bla bla bla. Der hat dann gesagt, okay, open the one, hat es so bestätigt. Und dann hat er gesagt, dieser Typ, der diese Anweisung gibt, der war total satt. Der war, ich weiß nicht, wie alt der war. Dann hat er gesagt, now point number 19, wait a minute. Und hat sich total verwechselt. Und ich dachte, was ist denn der jetzt? Sag, nimm die Kapsel ab und der springt raus und sagt, sorry, wrong number. Das war echt geil. Aber Leute lieben Helden. Und deswegen. Gut, nein, ich bin tatsächlich für eine Art Basisdemokratie. Wir können uns selber regieren. So wie in der Schweiz. Ja. Und alle Asozialen also, stimmen ab und du sagst ja, die sind halt die Mehrheit, mache ich mit? Nein, ich... Glaubst du, es gibt mehr Asoziale in Deutschland oder glaubst du, es gibt so... Ich glaube, dass es mehr, nee, ich glaube, dass es mehr gute Leute gibt. Ich glaube, dass wir im Endeffekt schon wissen, wie wir regiert werden wollen. Ich glaube auch, dass die meisten Menschen mittlerweile wirklich auch nur so asozial sind, weil sie nie gefragt werden. Und weil, ich glaube, du bist religiös. Nee, und weil sie einfach keine... weil man ihnen das Vertrauen nicht entgegenbringt. Hey, guck mal, RTL. Wie viel Prozent zu? Ja, aber was ist RTL? RTL ist gemacht, um die Leute, um den Leuten zu zeigen, wie dumm sie sind. Ja, aber RTL funktioniert, weil die Leute dumm sind. Nein. Nein, meinst du nicht? Nee, RTL ist, funktioniert so, wie unsere Lebensmittel funktionieren. Es gibt eine Industrie, die produziert Müll. Und die Leute müssen diesen Müll fressen, weil es irgendwann mal nichts anderes gibt. Und dann wird behauptet, naja, die Leute sind ja scheiße, aber weil sie die ganze Mehrheit? Zeit Müll fressen. Ah, okay, die Leute sind also nicht in Anführungsstrichen asozial, weil die dumm sind und RTL gucken, sondern RTL macht die dumm. Ich glaube auch, dass diese Unterhaltungsindustrie teilweise auch darauf ausgelegt ist, die Leute dumm zu halten. Ich glaube, du überschätzt dumm und unwichtig. Nein, aber dass ihnen immer wieder vorgeführt wird, wie unwichtig ihre Meinung ist. Und dann ist ja auch logisch, dass die Leute sich hinsetzen und sagen, ja, was soll ich denn dazu sagen? Hast du einen Facebook-Account? Ja. Dann probier mal aus, irgendwas da zu posten, was du so halb ironisch meinst. Und wie viele Follower hast du? 5, 6, 7.000. Also 1.000, okay. Und dann guck, 5, 6, 7, wie viele von denen das verstehen, was du schreibst. Also ich finde, das ist erschreckend. Und ich will jetzt nicht, das ist natürlich ein bisschen überspitzt, ich will nicht behaupten, alle sind asozial oder dumm, aber ich glaube, diese plebiszitären Elemente, die du einforderst, würden vor allen Dingen eine Herausforderung ergeben. Nämlich, dass du ertragen musst, dass auch Leute eine Stimme haben, die sich keine Gedanken machen. Und ich glaube, dann wird es schwer. Ich weiß nicht, wie viele Leute sagen würden,
Ausländer raus. Also Schwule ich, ins ich KZ. Ich würde sogar eher sagen, dass es nicht mal jetzt diese plebiszitären Elemente gibt, dass man immer nur abstimmt über irgendwelche Sachen, sondern ich hätte natürlich auch gerne diesen Prozess der Diskussion. Ah, okay. Das ist noch viel kleinteiliger. Womit wir schon wieder im Parlament sind. Da sind wir noch viel kleinteiliger als das, was du dir unter direkter Demokratie vorstellst, sondern ich stelle mir wirklich Stadtteile vor, in denen das ausdiskutiert wird. Ja, und jetzt frage ich dich, wenn ein Parlament dir schon zu viel debattiert. Nein, das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass das sehr. Sehr ein großes Argument ist gegen die parlamentarische Demokratie. Mein Argument gegen die parlamentarische Demokratie ist nicht, dass da zu viel diskutiert wird, sondern dass der Abgeordnete seinem eigenen Willen unterworfen ist, sprich der Lobbyarbeit und den Lobbyisten ausgeliefert ist, die ihn halt tagtäglich belabern. Das stimmt. Ja, das stimmt. So, und da entscheidet dann natürlich gar nicht mehr der Volkswille, wie es so schön heißt, sondern da entscheidet im Endeffekt der am meisten Druck machen kann. Auf den Einzelnen. Der Handwerker wird auch für die Rechte der Handwerker mehr eintreten als für die Rechte sicher, der Kunden. Sicher, das finde ich, find ich ja auch so erschreckend. Ich habe jetzt diese Seite mir angeschaut, die von Peter Fox ins Leben gerufen wurde. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Es geht auch anders und da melden sich mehrere Künstler zu Wort und jeder argumentiert natürlich nur aus seiner Sicht, was Afrop übrigens auch tut, ja, weil er das Urheberrecht stärken möchte und weil es ihm natürlich darum geht, dass die ganzen Tauschprogramme und die illegalen Downloads aufhören und dann sagt er, okay, die Bundesregierung hat sehr viel für das Urheberrecht getan in den letzten Jahren, also finde ich die ganz gut. Das ist ja auch okay, also wenn du das eine betrachtest, aber die Bundesregierung hat auch viele Dinge getan, die mir nicht passen und deswegen wähle ich sie noch lange nicht oder eine Partei. Das ist halt aber das ist ja immer ein Argument, okay? Also man argumentiert aus seiner eigenen Sicht heraus. Ja, ich finde nur das Problem, also ich teile deine Meinung in vielen Dingen, aber ich glaube, es gibt noch ein anderes Problem, eine andere Krux, die verbessert werden könnte, nämlich die Debattenkultur. Ja. Also die Art und Weise, wie über Dinge gesprochen wird. Und da sehe ich zum Beispiel eine große Macht bei den Medien. Gerade auch den neuen Medien, die ja ganz bewusst auch so fehlgeleitete Debatten fördert, weil sie damit ihre Interessen befriedigen. Was wäre das zum Beispiel, die letzte fehlgeleitete Debatte? Aufschrei war zum Beispiel so eine Sache. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Ne? Das war ja eine Scheindebatte. Plötzlich, ich meine, wir haben lange Zeit gehabt, über Emanzipation zu sprechen, über Sexismus. Redet die ganze Nation darüber, dass irgendwelche älteren FDP-Politiker Sternredakteurinnen abklatschen. Und jeder tut so, als wäre das das Thema, über das wir reden müssen. Zwei Wochen später verflogen keiner darüber. Während auf der einen Seite also so getan wird, von den Medien gepusht, als wäre das das zentrale Thema, machen die gleichen Medien, die das zum Thema gemacht haben, Sendungen wie der Bachelor, ja, wo 12 dämliche Weiber sich um noch dämlicheren Typen bewerben. Oder bei RTL sitzt Dieter Bohlen in der Jury, der zu einer 16-Jährigen sagt, Mädel, du kannst nicht singen, aber hast eine geile Figur. Ich meine, da siehst du doch, wie verschoben die Aufmerksamkeit auch ist. Ne? Also da echauffieren sich alle, sagen, Sexismus, nix, der hat gesagt, du hast geile Titten, das wird mich egal, scheißegal. Und auf der anderen Seite passiert viel Schlimmeres und die Leute lassen das einfach durchsausen. Und das ist so, da bin ich, wünschte ich mir, dass wir echt ein bisschen genauer sind, ne? Und sagen, wo fängt eigentlich unsere Aufmerksamkeit an, wo hört sie auf? Nächstes Beispiel, NSA, ganz aktuell. Okay, wir werden überwacht. Hallo, wir posten die Farbe unserer Unterhose bei Facebook. Wir fahren in Urlaub und die Bilder sind am nächsten Tag online. Wir wollen, dass die Bombe nicht explodiert am Bahnhof. Woher soll denn ein Geheimdienst seine fucking Informationen bekommen? Also entweder du entziehst dich diesem Ding und verzichtest darauf, dich zu exhibitionieren, oder du rechnest damit, dass jemand deine Daten missbraucht. Also ich bin nicht so naiv, deswegen poste ich auf Facebook die Sachen, auf die ich verzichten kann. Und das sind so Sachen, also wo ich echt denke, hallo, ihr regt euch über Nacktscanner am Flughafen auf. Ihr postet doch jeden Scheiß im Internet. Dann geh auch durch diesen verfickten Nacktscanner. Es gab mal einen Versuch von so einem Lehrer, der hat sämtliche Profile, die er bei SchülerVZ finden konnte und die öffentlich waren, ausgedruckt und in der Schule aufgehängt. Und dann haben sich die Schüler beschwert darüber, dass er Geheimnisse verraten würde. Das ist halt
Weißt du, es ist außer Frage, dass es asozial ist, Leute abzuhören und Mails von Leuten zu lesen. Aber es ist auch außer Frage, dass eine gehörige Portion Naivität dazu gehört, zu denken, das Internet wäre ein abgeschlossener Raum. Also, ich bitte dich, das weißt du genau. Gut, aber es ist nicht so, dass bei den Leuten dann trotzdem das Gefühl besteht, dass es da oben Leute gibt, die machen, was sie wollen? Nee, ich rede für die Debatte. Ich habe ja gesagt, ich wünsche mir eine andere Debattenkultur. Ich sage nicht, dass es falsch ist. Und ne? Wie müsste man die Debatte dann richtig aufziehen? Ebenso, wie ich es dir gerade gesagt habe. Also tatsächlich aufzeigen, wie differenziert dieses Thema ist und dann sagen, ey, das ist gerade ein bisschen hysterisch, worüber wir reden. Nach dem 11. September haben alle geschrien, mehr Sicherheit, mehr Kameras, mehr Überwachung. Und jetzt, weil es lang genug her ist, sagen alle, wir wollen nicht überwacht werden. Also lasst die Kirche im Dorf und vor allen Dingen lasst euch nicht von der Hysterie der Medien anstecken, die das benutzen, um Quote zu machen. Ist doch ganz klar. Du würdest doch nie eine Zeitung lesen, wenn 10 Tage lang nichts passiert in der Welt. De facto ist es aber so. Es gibt im Sommer noch, ist plötzlich eine Schnappschildkröte auf der Titelseite. Warum? Weil die nichts zu schreiben haben oder wahrscheinlich Langeweile haben. Andererseits wird über Syrien zum Beispiel nicht die Wahrheit geschrieben. Meinst du, in Syrien ist jetzt gerade Giftgas eingesetzt worden? Glaubst du, Assad hat das gemacht oder die anderen? Oder haben die Inspektoren was gefunden oder sind sie zu doof, das zu veröffentlichen? Warum bombardiert Obama jetzt doch nicht? Weil die Medien steuern wollen, wie sie es machen, weil es ihnen nützt, das zu tun. Weil wir dann nämlich zugucken und sie Geld verdienen. Klingt paranoid, ne? Inwiefern steuern die Medien? Worum geht's denn RTL? Worum geht's denn in den ganzen... Aber inwiefern steuern die Medien? Indem sie Themen auf die Agenda setzen, die die Leute für wichtig halten. Obwohl sie gar nicht unterscheiden können, ob das wichtig ist. Ist das wichtig, dass das der wärmste Sommer seit 100 Jahren ist? Wen interessiert das? Die Leute wollen schwimmen gehen, was da? Aber RTL und vor allen Dingen auch RTL, Bertelsmann und die ganzen großen Konzerne, die dahinter stecken, bereiten das so auf, dass die Leute immer wieder gucken. Wetter, jeder hat eine Wetter-App. Wie alt bist du? So, du bist 35. Hast du jemals in deiner Kindheit, in deiner Jugend ein Wetter nachgeguckt? Und heutzutage guckt jeder Wetter. Natürlich haben wir Wetter geguckt. Nicht so an, natürlich so. Haben wir Wetter was geguckt. Was ist das denn? Nee, aber das ist mir jetzt auch ein bisschen zu weit hergeholt. Also jetzt irgendwie alles. Wetter, Wetter. Also das Wetter, wenn du dich mit Wetter beschäftigst, dann bist du nicht mehr in der Debatte. Also ich kann auch Wetter, Wetter gucken. Tatsächlich gucke ich Wetter, weil ich draußen arbeite. Auch teilweise. Und dann möchte ich schon wissen, ob ich nass werde. Aber du weißt, was ich meine. Gut. Sag auch aber deine Meinung mit welchem weiß. Ziel? Mit welchem Ziel steuern die Medien diese Debatten so? Um Quote zu generieren. Geld. Um Quote zu kriegen. Natürlich. Also ich finde es ganz easy. Ein Sender lebt davon, dass er Quote hat. Und die Quote, die RTL macht, ist bares Geld. Werbeplätze werden vergeben. Da stelle ich mir jetzt echt aber die Frage, natürlich, wer regiert? Bitte? Wer regiert dann? Ich glaube, das ist ja genau die Medien regieren. Ich glaube, sie regieren mit. Ich glaube, sie regieren. Die Medien haben die Macht, Meinung zu machen. Und das machen sie auch. Die Bild-Zeitung, allen voran. Und das ist für mich eine Sache, die steht einer Demokratie nicht. Dass man Leute, die in der Bild-Zeitung arbeiten, Meinung machen lässt. Dass man Franz Josef Wagner zu Wort kommen lässt. Oder, ne? Großartige Briefe an Gegenstände. Egal. Nicht mal die Griechenland-Post, die er schreibt. Das ist schon asozial. Findest du großartig, ne? Nein, ganz ernsthaft, Springer ist tatsächlich, da bin ich tatsächlich so ganz altertümlich, aber Springer geht überhaupt nicht klar. Also alles. Ich lese die Scheiße auch, aber es geht halt nicht klar. Ja. Ich lese sie noch nicht mal mehr. Ich lese sie, um mich aufzuregen und um meinen Gegner zu kennen. Glaubst du, du kennst ihn dadurch? Ich weiß zumindest, wie er agiert und argumentiert. Also Buschkowski zum Beispiel, was mich super aufgeregt hat, ist von der Bild total gefördert worden. Sarrazin auch. Darum ist Multikulti gescheitert, war die Überschrift, als Buschkowskis Buch erschien. Ey, und das ist so, wie kannst du jemanden so vor den Karren spannen, um etwas zu transportieren, was höchst asozial ist und was gegen einen Großteil deiner eigenen Bevölkerung gerichtet ist. Ich meine, es leben 8 Millionen Ausländer in Deutschland. Wie kannst du dann so eine Titelzeile im Jahr 2012 bringen, wenn du nicht damit ein Buch oder deine Zeitung verkaufen willst? Spielte deiner Wahrnehmung nach in diesem Wahlkampf Multikulti oder Integration überhaupt eine Rolle? Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank. Gar nicht, ja? Warum nicht? Weil ich glaube, dass die deutsche Gesellschaft weiter ist als vor ein paar Jahren. Also ich glaube, viele Deutsche
merken einfach, dass das eine neue Realität ist. Und dass nicht nur Mesut Özil und die schönen Fußballer, die die Tore schießen, dazugehören, sondern auch die Menschen, die hier leben. Trotzdem, also ich bin keiner, der sagt, übertolerant sein und alles akzeptieren. Wenn Leute hier rumlaufen wie die letzten Mullahs, dann sage ich, ey, wenn es dir hier nicht passt, hau ab. Trotzdem glaube ich, dass die Differenzierung mittlerweile besser funktioniert als noch vor ein paar Jahren. Da gab es das entweder oder. Braucht die islamische Welt eine Art Aufklärung? Ja. Glaubst du nicht? Doch, dringend notwendig. Alter, also es braucht so auf jeden Fall eine Säkularisierung. Ey, Alter, das erstmal. Mir geht auch dieser Wohltätigkeits-Islamismus voll auf die Eier. Sack, mir auch. Ja. Also, ich muss dazu sagen, mir geht jede Form von dogmatischer Religion auf den Sack. Am meisten, wenn Leute missionarisch sind. Weißt du, wenn du deinen Teppich hast und du betest, interessiert mich nicht, mach das. Wenn du mir sagst, ich komme in die Hölle, weil ich das nicht mache, ey, dann kannst du mich am Arsch lecken. Und ich will das auch nicht, dass du das sagst, weil du vermiesst mir mein Bier oder mein Bums oder mein Leben. Mach deinen Scheiß, lass mich in Ruhe. Und es gibt im Moment, also am schlimmsten sind die Konvertiten. Ey, Alter, wo ich denke, sag mal, reicht das nicht, dass die Türken selbst das machen? Jetzt kommst du als Schweizer dahin und hast so ein Burka-Teil in der Fresse? Und ich denke, ich war jetzt in der Türkei, es ist eine Entwicklung, die dringend einer Reform bedarf, die einer Liberalisierung bedarf und einer Erkenntnis. Aber eigentlich, das wird ja gerade in die andere Richtung. Es ist halt wirklich so ein fanatischer Backlash. Ja, weil es Effekt hat. Guck doch mal, ich meine, die Kids, die Kopftuch tragen. Oder Maischberger lädt ja dann auch immer die ein, die so aussehen. Die sind doch, jeder erschreckt sich doch vor sowas. Und sagt, was ist das? Das gab es vor 20 Jahren, hast du sowas nicht gesehen. In der Türkei hast du sowas nicht gesehen. Mittlerweile ist das so wie die Skinheads im Osten, dass die einfach sich das auch antun, um damit einen Effekt zu erzielen. Glaubst du, dass nur schlechte Menschen einen Gott brauchen, der auf sie aufpasst und ihnen sagt, was sie zu tun haben? Das ist meine Interpretation. Ich glaube, dass richtig gute Menschen, moralische Menschen brauchen keinen Gott. Ich glaube, dass Religion ein Regelwerk für Asoziale ist. Also du brauchst ja, wenn du selbstbestimmt bist, keinen Gott. Es sei denn, du brauchst den als Verantwortungsnehmer für Angst. Wenn du Angst hast vom Sterben, ey, das kann ich verstehen, dass jemand sagt, ich bilde mir lieber ein, ich komme in den Himmel. Ich finde ihn auch als Demutsbezeugung, dass man nicht das Maß aller Dinge ist, finde ich ihn auch okay. Alles okay, alles ja? Okay. Aber so als aber weißt du, etwas Regulatorium. Aber wenn du dann sagst, es gibt eine Regel, die du einhalten musst, damit du gut oder schlecht bist. Also natürlich gibt es Regeln zwischen uns, die wir einhalten müssen, damit wir gut oder schlecht sind. Ich bring dich ja nicht um. Aber ob ich jetzt ein Bier trinke oder ob ich faste oder nicht, das kann ich ja selber entscheiden. Vor allem, mit was sich Götter so alles befassen müssen. Ey, und wie sexistisch die sind. Der Gott macht sich Gedanken über deine Titten. Warum? Und, ey, du sagst, verhüll dich. Ach so, verhüll dich. Und der überlegt, wie andere Männer nicht geil werden sollen. Der weiß also, was Geilheit ist. Weißt du, und der sagt... Ja, natürlich weiß er das. Das ist voll krass. Ja. Aber ich finde es auch also ganz neben... Du musst auch immer aufpassen, was du trinkst und isst. Zu welcher Zeit. Ja, und trotzdem ist es halt verlogen bis ins Mark. Ich habe im Puff in Köln Theater gespielt, vor 20 Jahren, nur Mullahs. Meine gute Freundin... Die ihre eigenen Frau verbieten... ohne Kopftuch rumzulaufen, bumsen dann deutsche Frauen und sagen aber dann, wir sind alles Nutten. Ja, meine gute Freundin, Schwester Emma, rappende Ex-Prostituierte, hat ja ihr Erlebnis aus dem Puff erzählt. Ramadan, Puff leer, Zuckerfest, Pufftür auf zu. Nicht mal eine Zigarette habe ich rauchen können. Ja, aber das Krasse ist halt, ich meine, das sind ja Monster, die da geschaffen wurden. Also ich glaube, es gibt einen großen Teil, hier leben da nicht nur türkischer Menschen, migrantischer Herkunft, die total normal sind, die Durchschnitt sind. Und dann gibt es eben diese Extremen, die das auch kultivieren, dass sie extrem sind und die ganz bewusst religiöse Identität mit nationaler Identität verwechseln. Die sagen nicht, ich bin Türke, die sagen, ich bin Muslim. Die wissen aber gar nicht, ob das evident ist. Also ist es normal, als Türke Muslim zu sein? Es gibt unheimlich viele Türken, die zum Beispiel Juden sind. Ich kenne Türken, die Christen sind. Ich kenne Türken, die schwul sind. Ich kenne Türken, die Armenier sind. Und das setzen die gleich, weil sie sich hier für ihre Interessen Gehör verschaffen wollen. Und gleichzeitig verraten die meine Interessen. Weil wenn der Buschkowski ein Buch schreibt, kriege ich mit einen auf den Sack. Weißt du, dann sagt er, du und deine Leute, sagt dann mein bester Freund, den ich seit 40 Jahren kenne. Ich sage, das sind nicht meine Leute. Ihr wollt
wollt ihr aber Moschee haben? Ich will keine Moschee haben. Ja, aber muss eine Gesellschaft nicht sowas auch aushalten können? Ja, aber da muss ein Dialog auch stattfinden untereinander. Also ich muss meinen Leuten auch sagen, ey, Jungs. Deine Leute. Ja, weil ich meine, wenn du als Nachbar dich in Ehestreit einmischst, sagt das Ehepaar, das sich vorher noch gekloppt hat, halt du die Schnauze. Mhm. Ne, wir lieben uns. Mhm. Aber wenn du als Ehepartner deinem Ehepartner sagst, ey, irgendwie gehst du mir auf den Sack, ist das okay? Und diese interne Diskussion, die wird hier nicht geführt. Also die Ausländer hier leben auch parallel. Die haben nicht nur eine Parallelgesellschaft zum Deutschen, sondern ich kenne zum Beispiel auch nicht, was Aleviten machen oder was irgendwelche sunnitischen Glaubensgruppen machen. Die haben alle ihr eigenes Ding, weil sie so eben sich Gehör verschaffen. Ich habe ein geiles Erlebnis gehabt, Entschuldigung. Ja, bitte. Da bin ich eingeladen worden von einem Bürgermeister meiner Heimatstadt und hat gesagt, ja, wir haben überlegt, wir wollen sowas für Sie tun. Für wen? Für Sie und Ihre Leute. Wir haben da noch einen kleinen Etat. Können Sie da nicht so eine kleine Moschee bauen? Für dir? Was glauben Sie, was ich bin? Was soll das? Das ist so wie einen Neger einen Kochkessel schenken. So. Können Sie doch einen Knochen sich in den Kopf machen und kochen. Ey, und das ist eben immer noch so bei vielen Leuten. Aber gerade auch der Dialog untereinander. Ich muss gleich gehen. Ja. Hat das auch was mit dem Gefühl zu tun, nicht gemocht zu werden, dass es so eine Hinwendung gibt, auch zum Glauben oder zur Radikalisierung des Glaubens? Ich glaube ja. Ich glaube, dass der Ursprung dieser Anti-Bewegung darin liegt, dass die Türken, also insbesondere die Türken, seit Jahren abgewiesen werden. Also gerade die Politik der CDU eben, die immer wieder gesagt hat, wir wollen die Türken nicht in Europa. Jetzt kam raus, Kohl wollte sogar einen Großteil wieder in die Türkei schicken. Hat dazu geführt, dass die Leute sich eingekapselt haben und jetzt eben in dieses Extrem verfallen sind. Hättest du viel früher gesagt, ihr seid jetzt hier, ihr seid ein Teil der Gesellschaft, bleibt hier, aber leistet auch eure Verantwortung, dann hättest du die Leute gewonnen und dann hätten sie sich nicht eine Ersatzidentität gesehen. Aber das ging bis vor 2 Jahren, dass immer gesagt wurde, ihr seid nicht von hier. Selbst die Bild, die erst gefragt hat, ist Özil Deutscher, hat dann irgendwann wieder geschrieben, nee, Özil ist nicht Deutscher. Das ist eine Unentschiedenheit. Aber Fakt ist, die Türken sind hier und ich sagte, die gehen auch nicht mehr zurück. Fühlst du dich gemocht? Von dir? Sehr. Das ist doch schön. Ja, oder? Das wäre schön.